Hallo, hallo. Schönen guten Morgen. Ja, ich habe da ein paar Sachen bei Action gekauft und zeige euch mal, was da mitgekommen ist. Nicht viel. Ja, ich habe doch mich für diese Strandecke, ja, XXL Strandecke, 100% Baumwolle, ne, entschieden, dass ich die mitnehme. Sind ja groß, habe die Farbe, dann diese Variante, ist auch echt interessant, ne? In echt sieht es ja dann so aus, so ein Grün, so ein, ja, meliert, so ähnlich. So ein Motiv, ob man das so erkennt. Ja, so eine Variante. Und auch diese noch, die ist auch schön, ne? Es ist so in so einem Grün aufgestempelt. Und ja, das Motiv. ja, ich würde sagen, das hatte ich mal schon ausgemalt in den Designblock. Wie heißen diese Ausmalblöcke? Letztens. Das mal. So eine Art, ne? Ich habe ja so ausgemalt, aber sieht voll dann nach diesem Bild aus. Ja, dieses Motiv. Echt lustig, aber in einer Farbe so bedruckte, ne? Strandecke. Aber ich finde, die ist auch gut so als Überwurf, kurz, wenn man heiß ist oder ne, alles geeignet für viele. Finde ich für die Saison, ne, gibt es immer mal einen Grund, dass man die dann rausholt. Ja, was war das? 8 Euro irgendwas, ne? Der Preis ist auch echt gut. 2 mal 2 Meter, ne? So. Ja, ich habe da noch neue Pinselsets entdeckt. So sehen die aus. Und zwei Varianten. Aber die gleiche Größe 0, 4, 6, 10, 12, 8. Ne? Ja. Pinsel sechsteilig, Pinselset sechsteilig, geeignet für Acryl, Öl und Aquarellmalerei. Bürstenpflege bei Ölfarbe. Verwenden Sie Reinigungsflüssigkeit für Bürsten. Anschließend Wasser und Seife bei Wasser und Acrylfarben. Lassen Sie die Farbe nie auf der Bürste trocknen. Reinigen Sie die Bürste mit Wasser und Seife. Eben, ja. Ne? Dachte ich noch mal auf. Aus wie so eine Schachtel oder nicht? Ja, doch, ja, wie so eine Schachtel. So sehen die aus. Schön, ne? Ja, die rosa Variante. Oh. Und eben das gleiche dann auch in Grün. So. Echt hübsch, ne? Auch so im farblich. Oh. Okay. So, dann habe ich mir auch so seine Tube geholt. Ist vortexturt Art, ne? Einmal 1:1 mixen mit Acrylfarbe, ne? Acrylverdicker, einfach zu mischen mit Acrylfarbe.
Ja, siehst du, Textur reinbringen. Fettige. Auch gut, ne? Ja, 250 ml. Preis weiß ich jetzt nicht. Sowas. Ja, ich habe da gestöbert bei den Standschablonen. Alten, ne? Bei uns kommt ja nichts an. Was nicht kam, das ist auch bis heute nicht gekommen. Naja, egal. Aber die bin der Meinung, die habe ich nicht. Oder ich habe sie damals nicht mitgenommen, oder die gab es nicht. Ich habe sie eben nicht bekommen. Wegen den Hirsch, oder eben, ne? Finde ich. Oder Elch, Hirsch würde ich sagen. Sind ja diese Motive, ne? Auch der Vogel, Fuchs und Wolf und der Hase, Hauptsache ist auch, ne? Echt. Habe ich, dachte ich dann, gut, nehme ich es mal mit, diese Schablonen im Set. Ja, ist auch noch dazu. Okay, so. So, habe es nochmal aufgelegt. Das war es eben, das, was ich da eingekauft hatte. Ein paar Sachen, aber doch. Ist schön, was Neues zu bekommen mal, und auch auch die Teile, ne? Gefällt mir. Damit werde ich mal schauen, mal das mal ausprobieren. So, auch die Schablone. Irgendwie ja, dachte ich, ich habe sie nicht, kann sie mal mit, ne? So, ihr Lieben, das war's dann. Ja, danke fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüssi.